Richard Lugner. Ein Name, der einfach zu Wien gehört wie der Stephansdom, der majestätisch über die Stadt wacht. Oder der Prater, der die Herzen der Wiener seit Generationen erfreut. Ein Mann, der die Gemüter spaltete, der Schlagzeilen wie am Fließband produzierte und immer wieder für Aufsehen sorgte. Und trotzdem nicht aus der Wiener Gesellschaft wegzudenken war. Der Baumeister, der mit der Lugner City sein eigenes Denkmal schuf, ein Symbol seiner unermüdlichen Energie und seines Unternehmergeistes. Lugner war ein Unikat. Ein echter Wiener Charakterkopf, aber auch ein Mensch mit großem Herzen, der stets ein offenes Ohr für die Anliegen der Menschen hatte. Er war bekannt für seinen Geschäftssinn, seinen Schmäh und seine Schwäche für schöne Frauen. Seine charmante Art und sein Humor machten ihn zu einer unverwechselbaren Persönlichkeit. Sein Tod im Alter von 91 Jahren markierte das Ende einer Ära. Eine Ära, die von seiner Präsenz und seinem Einfluss geprägt war. Ganz Wien trauerte um den Mann, der die Stadt über Jahrzehnte geprägt hatte. Seine Abwesenheit hinterließ eine spürbare Lücke in der Wiener Gesellschaft. Am 8. September 2024 versammelte sich die Stadt, um Abschied von ihm zu nehmen. Menschen aus allen Lebensbereichen kamen zusammen, um ihm die letzte Ehre zu erweisen. Ein letzter Weg, der vom Stephansdom zur Lugner City führte, vorbei an den Orten, die er so sehr liebte und die er mitgestaltet hatte. Ein bewegender Abschied von einem Wiener Original, dessen Vermächtnis in den Herzen der Menschen weiterlebt. Der Stephansdom, Wahrzeichen Wiens. Hier, im Herzen der Stadt, fand die Trauerfeier für Richard Lugner statt. Der Dom, erfüllt von Trauermusik, bot den Rahmen für einen Abschied voller Würde und Respekt. Zahlreiche Menschen waren gekommen, um Lugner die letzte Ehre zu erweisen. Freunde, Weggefährten, Prominente und vor allem die Wienerinnen und Wiener. Sie alle wollten Abschied nehmen von einem Mann, der ein Stück ihrer Stadt verkörperte. Die Atmosphäre war geladen. Trauer und Wehmut mischten sich mit Dankbarkeit für ein Leben voller Höhen und Tiefen. Ein Leben, das untrennbar mit Wien verbunden war. Draußen, vor dem Dom, säumten tausende Menschen die Straßen. Sie alle waren gekommen, um Richard Lugner auf seinem letzten Weg zu begleiten. Ein Meer aus Menschen, das sich still und würdevoll vom Stephansdom in Richtung Lugner City erstreckte. Als der Trauerzug den Dom verließ, senkte sich Stille über die Menge. Nur das leise Schluchzen einiger Trauergäste war zu hören. Ein letztes Mal bewegte sich Richard Lugner durch seine Stadt. Viele Menschen hielten inne, verharrten in Ehrfurcht. Der Moment, in dem die Realität des Verlustes greifbar wurde. Wien nahm Abschied von einem seiner Söhne. Auf dem Sarg, bedeckt mit einem Meer aus weißen Blumen, lag er. Richard Lugners schwarzer Zylinder. Ein Symbol, ein letztes Zeichen. Der Hut, der zu seinem Markenzeichen geworden war, begleitete ihn auch auf seinem letzten Weg. Der Zylinder, ein Stück von Lugners Persönlichkeit. Er stand für seinen Erfolg, seinen Humor und seine Extravaganz. Ein Mann, der sich nicht versteckte, der das Leben in vollen Zügen genoss. Die Platzierung des Zylinders auf dem Sarg war Lugners letzter Wunsch. Ein Wunsch, der seine Verbundenheit zu seiner Stadt, zu seinem Lebenswerk noch einmal unterstrich. Die Trauerfeier im Stephansdom war geprägt von emotionalen Momenten. Weggefährten erinnerten an Lugners Leben, an seinen Humor, seine Großzügigkeit und seinen unermüdlichen Einsatz für seine Stadt. Es wurde gelacht und geweint. Geschichten aus seinem Leben wurden erzählt,
Anekdoten, die Lugners Persönlichkeit widerspiegelten. Der Abschied von Richard Lugner war auch ein Abschied von einem Stück Wien. Ein Stück Geschichte, die nun zu Ende ging. Richard Lugner war nicht unumstritten. Er polarisierte, er provozierte. Seine Art und Weise, wie er sich in der Öffentlichkeit präsentierte, sorgte oft für Diskussionen und Kontroversen. Doch eines kann man ihm nicht absprechen. Er war ein Original. Ein Mann, der sich nicht verbiegen ließ und stets seinen eigenen Weg ging. Ein Mann, der aus der Wiener Gesellschaft nicht wegzudenken war. Lugner hat Wien geprägt. Seine Projekte und sein Engagement haben die Stadt nachhaltig beeinflusst. Mit der Lugner City schuf er nicht nur ein Einkaufszentrum, sondern auch einen Ort der Begegnung, einen Treffpunkt für Jung und Alt. Sondern auch einen Ort der Begegnung. Hier trafen sich Menschen, um zu shoppen, zu plaudern und gemeinsam Zeit zu verbringen. Ein Ort, der untrennbar mit seinem Namen verbunden sein wird. Lugner City ist mehr als nur ein Gebäude. Es ist ein Symbol für seine Vision und seinen Unternehmergeist. Und so bleibt er in Erinnerung. Als Baumeister, als Unternehmer, als Wiener Original. Seine Bauprojekte sind in der ganzen Stadt zu finden und zeugen von seinem unermüdlichen Einsatz. Vor allem aber als Mensch. Ein Mensch, der trotz seiner Erfolge immer bodenständig blieb und sich um seine Mitmenschen kümmerte. Ein Mensch mit Ecken und Kanten, der nicht immer einfach war, aber gerade deshalb so authentisch wirkte. Aber auch mit einem großen Herzen. Seine zahlreichen wohltätigen Aktivitäten zeugen von seiner Großzügigkeit und seinem Wunsch, anderen zu helfen. Ein Mensch, der seinen Platz in den Herzen der Wiener gefunden hat. Sein Vermächtnis wird in den Erinnerungen und Geschichten der Menschen weiterleben. Was bleibt, ist die Erinnerung. Die Erinnerung an einen Mann, der das Leben liebte und der seine Stadt prägte. Richard Lugner hinterlässt eine Lücke in Wien. Eine Lücke, die sich nicht schließen lässt. Doch er hinterlässt auch ein Vermächtnis. Ein Vermächtnis, das in seinen Bauten, in seinen Ideen und in den Herzen der Menschen weiterlebt. Lugner hat gezeigt, dass es sich lohnt, an Träume zu glauben und für sie zu kämpfen. Er hat bewiesen, dass man auch mit Ecken und Kanten Erfolg haben kann. Die Anteilnahme am Tod Richard Lugners war enorm. Tausende Menschen nahmen Abschied von ihm. Sie säumten die Straßen, als der Trauerzug vom Stephansdom zur Lugner City fuhr. Es war ein bewegender Moment. Ein Moment der Trauer, aber auch ein Moment des Zusammenhalts. Wien trauerte gemeinsam um einen seiner Söhne. Der Tod. Richard Lugners hat die Menschen in Wien zusammengeführt. Er hat gezeigt, dass es auch in einer schnelllebigen Zeit noch Platz für Emotionen gibt. Für Trauer, aber auch für Dankbarkeit. Der Trauerzug endete an seinem Ziel, der Lugner City. Es war ein bewegender Moment, als die Menschen sich versammelten, um Abschied zu nehmen. Dem Bauwerk, das wie kein anderes mit Richard Lugner verbunden ist. Seine Vision und sein Engagement haben diesen Ort zu einem Wahrzeichen gemacht. Ein letztes Mal stand der Sarg vor dem Eingang des Einkaufszentrums. Die Trauernden versammelten sich, um ihm die letzte Ehre zu erweisen. Ein letzter Gruß an den Mann, der diesen Ort geschaffen hat. Blumen wurden niedergelegt und viele Worte des Dankes wurden gesprochen. Die Menge verharrte in Stille. Jeder dachte an die Erinnerungen, die sie mit diesem Ort und Richard Lugner verbanden. Viele Menschen richteten ihren Blick auf die bunten Türme der Lugner City. Diese Türme symbolisieren die Vielfalt und den Geist, den Lugner in dieses Projekt eingebracht hat.
Ein letzter Blick auf das Lebenswerk des Mannes, der nun nicht mehr unter ihnen war. Sein Vermächtnis wird jedoch weiterleben. In diesem Moment wurde klar, dass Lügners Werk weiterleben wird. Die Emotionen waren greifbar und viele fanden Trost in der Gemeinschaft. Dass die Lügner City auch in Zukunft an den Mann erinnern wird, der sie erbaut hat. Sein Name und sein Werk werden unvergessen bleiben. Richard Lügner ist tot. Doch er wird in Erinnerung bleiben. In den Herzen der Wienerinnen und Wiener, in den Straßen seiner Stadt und in seinem Lebenswerk der Lügner City. Sein Tod markiert das Ende einer Ära. Doch er ist auch ein Neuanfang. Ein Neuanfang, der von der Erinnerung an einen außergewöhnlichen Menschen geprägt ist. Richard Lügner. Ein Wiener Original. Ruhe in Frieden.